und mit X wieder raus. Ich glaube, ich habe noch nie so einen eleganten, so ein elegantes Partende gehabt. Speichern. Ach komm, brauchen wir nicht. Ah, okay, jetzt weiß ich, warum ich durcheinander war vorhin. Da tropft was. Das ist immer so eine Geschichte, wenn aus Lüftungsschächten etwas runtertropft. Die Alien-Filmkenner unter euch werden wissen, was ich meine. Es tropft einfach überall, also. Aber ist nicht schlimm. Wir lassen uns dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Wir sind halt nur komplett allein, im Dunkeln, unbewaffnet. Alle sind irgendwie nicht da oder tot. Also von daher, was soll uns da schon groß passieren? Oh, scheiße. Okay, nächste Leiche. Mit einer Menge Blut. Aber er hat einen Gegenstand in der Hand. An den er sich festklammert. Den wollen wir uns natürlich holen, diesen Gegenstand, ne? Wir sind ja nicht von vorgestern. Okay, wir sehen das hier überall. Ja, es könnte Blut sein. So, was haben wir noch Schönes hier? Wartungsheber aufnehmen. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Prinzipiell ja. Wartungsheber eingesammelt. Okay, wir sehen unsere Füße und das sieht irgendwie sehr komisch aus. Ja, das ist eigentlich echt schade. Gut, das Spiel ist ja schon ein bisschen älter. Gut. Wie gesagt, das war mein erstes PS4-Spiel. Damals, ich war von der Grafik, also von der, vom Intro quasi. Wo die Ripley mit dem Samus geschwätzt hat, war ich einfach nur begeistert, also. Ich will eine Beschwerde einreichen. Bei der höchsten Instanz. Mein Name ist Zachary Watson. Watson. W-A-T-S-O-N. Haben Sie verstanden? Meine Beschwerde ist das. Die scheiß Marshalls. Die sollten uns beschützen. Das ist Ihr Job. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station und keiner weiß was. Sie haben so Klammern an die Türen gemacht. Abgesperrt. Wie, so niemand rauszuhalten. Ich hab solche Angst. Solche... Scheiße. Es ist kalt. Ich glaube, das Scheißteil funktioniert nicht mal. So, ich habe jetzt mal die Zeit genutzt und habe hier mal diese beiden, keine Ahnung, wie die Dinger sich nennen, von den Türen entfernt. Mit dem neuen Wartungsheber. Hier lag doch gerade was. Ah, da vorne ist was. Hier, ein Sensor. Und die nächste Sprachnachricht. Gute Person, Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also, wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Das kann sein. Also wir haben gehört, dass irgendwas auf der Station ist, was nicht hier sein soll. Und das könnte erklären, warum die ganzen Leute weg sind. Beziehungsweise wir schon zwei Leichen gefunden haben. Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Er denkt wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Da kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Ja, das... hat ihm am Ende das Leben gekostet, muss man einfach so sagen.
Ja, deswegen muss ich auch nicht alles vorlesen unbedingt, weil wir viele Informationen einfach durch diese Sprachmemos erhalten werden. Gut, hier liegen anscheinend Leichen. Menge Leichen ist die nächste. Hier spricht Turner. Ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abhauen, verdammte Scheiße. Ich höre überall Geräusche. Jedes Knarren und... Beeilen Sie sich einfach, okay? Okay, Sicherheitsstreben, denn die Dinger sich, okay. Alles klar. Sicherheitsstreben. Wir haben vorhin übrigens eine Hundemarke eingesammelt. Habe ich vergessen zu erwähnen, aber ihr habt es ja gesehen. Aber wie schon gesagt, die habe ich eh schon alle eingesammelt. Das heißt, die Sammelei können wir uns dann auch sparen. Okay, hier war keine Sicherheitsstrebe. Da brauchen wir den Plasmaschneider. Beziehungsweise den Ionenschneider. Ich habe ja erwähnt anfangs, dass ich nicht alle Sachen, also diese ganzen Logs, einsammeln werde. Hat damit zu tun, weil die sind teilweise in Räumen, die wir zwar jetzt schon auffinden, aber noch nicht rein können. Und rein können wir wirklich erst ganz am Ende des Spiels. Und das könnte dann bedeuten. Okay. Könnte dann bedeuten. Okay, es war einfach. Müssen wir von nichts und wieder nichts her. Bedeuten, dass wir dann quasi nochmal überall hin müssen. Ja, schwer zu erklären, aber Fakt ist, es ist einfach ein Riesenaufwand und das reißt dann auch einfach so ein bisschen aus der Stimmung raus. Und deswegen werde ich das nicht alles nochmal einsammeln, sondern werde euch die Sachen einfach nur dann vorspielen. Und ja. Okay, gut. Das haben wir alles. Hier waren wir einfach umsonst jetzt. Ich weiß nicht, warum der Raum so schwer zugänglich war ursprünglich. Gut, hier ist auch eine Strebe. Dann gehen wir jetzt durch das große Tor. Karte verstehe ich nicht. Ich habe echt das Gefühl. Aber ich habe doch damals auf Albtraum auch eine Karte gehabt. Oder habe ich nur auf schwer durchgespielt? Ich weiß es nicht. Ach komm. Ganz ruhig. Okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Sexton Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig, da lauern so einige Gefahren. Okay? Okay. Gut, dann entferne ich die Strebe jetzt. Von der stellt ja immer Strebe entferne ich. Der wusste, wie man es nennt. Na los, ich will nicht lange hier rumhängen. Ja, warte mal ab, ich muss das erstmal abmachen. So, jetzt haben wir jemanden bei uns, das ist schon mal gut. Das heißt, dann erwischt es uns vielleicht nicht als erstes. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Habe ich keine Dings mehr?
Ich habe keine Dings mehr, okay. Also mit Dings meine ich... Was? Ja, ich möchte gucken, ob hier irgendwas ist. Aber da ich eh nichts sehen kann... Bleiben Sie bei mir. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Aber... Warum bist du so unfreundlich? Was sollte das denn? Warum waren sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Ja. Ist einfach nur paranoid, du Vogel. Kein Krankenhaus, keine Autorität, keine Hoffnung. Oh, oh, Rott. Was heißt das? Verlassen rot. Zu rot, ja. Keep out, bleib draußen. Okay. Koloniale Schweine. Aha. Ich hoffe, Ihr Schiff gibt es wirklich. Kann man das so sagen, Koloniale? Gibt es das Wort? Ich will mal kurz speichern. Warte mal bitte kurz. So. Okay. Wir können weitergehen. Moment. Lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Ja, ich lasse dich den rufen. Das ist gar kein Problem. Ich warte dann so lange hier. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Na, ich merke das schon. Ah, sehr gut. Ein funktionierender Aufzug. Oh, oh, hallo. Na, ja, gut. Worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Aha, du willst einen... Ah, ist gut. Teamwork ist das. Du rufst einen Aufzug und ich... Ah, okay, ich verstehe. Raumfahrtterminal, ein Frachttransport. Seien Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort! Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort! Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Okay. Ein Monster. Gut, geh mal vor. Ich folge dir. Ja? Was denn? Was denn? Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter! So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach einem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Das ist auch sehr praktisch, wenn wir in Deckung sind. Dann können wir L1 gedrückt halten und dann quasi mit dem linken Stick uns umschauen. Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Okay. Na ja, gut. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden. Nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Na, ich folge dir einfach mal. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen.
Und Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Das ist aber nett. Das ist wirklich nett von ihm, muss ich sagen. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Taschenlampenbatterien? Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Nehmen Sie genug Batterien mit. Okay. So, ein sehr, 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 sehr nützliches Utensil, was wir jetzt haben. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Okay. Dann los. Gut, halten wir mal drei Taschen aufzuladen. So, speichern. Hier lang. Ja, ja, warte, ich muss kurz speichern. So. Man weiß ja nie, was uns so erwartet, ne? Sind überall irgendwelche zwielichtigen Typen unterwegs. Hast du ein paar Porno? Na, ich wollte schon sagen. Es war kein Pornoheftchen, aber... wird seinen Zweck erfüllen. Spielkarten, okay. Und ein Radio. Vielleicht ein paar Linkin Park CDs. Na gut, dann gehen wir weiter. Und nun? Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. So, zum einen ausschalten der Taschenlampe 3. Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Alles klar. Wo ist noch? Eine Ausweiskarte. Also, es ist keine Hundemarke, es ist eine Ausweiskarte. Aber im Endeffekt für mich eigentlich fast dasselbe. Nicht das gleiche, sondern dasselbe sogar. Ich mache da keine Unterschiede. Da ist ein Schacht. Axel, ist es der hier? Warten Sie, ich komme ja schon. Ja, dann guck doch mal, ob das der ist. Dann guck ich mal, ob hier noch irgendwas zum Sammeln ist. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie, ich habe alles unter Kontrolle. Ja, ja, das sehe ich schon. Ja, okay, dann komme ich zu dir. Warte. Ja, komm. Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ja. Ruhe. Ich hab was gehört. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Los, wir schaffen das. Folgen Sie mir. Okay, sind schon weg, die beiden. Was ist hier? Ah, okay. Da waren wir vorhin. Okay, wir müssen hier leise sein. Nicht die Taschenlampe anmachen. Nein, nein. Ach komm, ich speichere schnell. Warte. So. Ich bin schon da. Ja, ja, ich bin leise. Halt! Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Die sind bewaffnet. Gegen die können wir nicht ankommen. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Wie? Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden sie nachsehen müssen.
Sie sind kleiner als ich. Sie machen weniger Lärm. Super. Ja, toll. Klasse. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Hast dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, er war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit. Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du kannst das besser? Das meint er nicht. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe und hilf mir, den Rest von dem Kram hier zu checken. Wenn du es schaffst, 5 Minuten lang mal die Schnauze zu halten. Gut. Was war das denn? Der Generator ist abgestellt. Ob er sich selber ausgeschaltet? Nein, jemand ist hier. Sehen wir mal nach. Kommt mit. Ich weiß keine Ahnung, wo die sind. Scheiße. Gute Arbeit, Ripley. Hier lang. Folgen Sie mir. Seien wir besser ruhig. Sie sind noch in der Nähe. Das haben wir noch bravourös gemeistert. So, und nochmal speichern. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Okay. Ja, komm weiter, auf. Soll ich vor? Okay. Wie weit noch? Fast da. Transit ist gleich da vorne. Hoffentlich ist Ihr Schiff auch noch da. Sevastopol entspricht nicht so ganz Ihren Erwartungen, wie? Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Ja, lass mich mal, genau. So, Terminal. So, Auge zudrücken. Zwei-Mann-Regel. Ups. Ich hoffe, ich mache es nicht zu schnell, sodass ihr es lesen könnt. So, freigeben, Inventar. Aspirin 4, Konserven 32. Okay. Das, was man halt so braucht. 26 Rollen Toilettenpapier ist auch ganz wichtig. 3 Stangen Zigaretten. Was man halt so braucht zum Überleben, ne? So. Dann komm. Mein Bester. Ja? Da muss doch schon sein, dass ich vorgehen soll. Kann ich nicht riechen. Strom wieder herstellen. Er ist aus. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und Sie gehen zu der auf der anderen Seite. Okay. Okay. Mal laufen wir lieber langsam und normal. Weil Rennen erzeugt nämlich Lärm. Fertig. Auf 3. 1, 2, 3. Hinter Ihnen. Was? Oh, warte. Warte. Arschloch, komm her. Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Shit. Okay, das war unnötig. Hör mir ab. Die anderen sind unterwegs. Das war echt unnötig. Wir müssen los. Jetzt. Hey, ihr Sackgesichter. Was? Kann ich ihn aus... Schnell! Nee. Er schießt sie! Plündern. Scheiße! Ich glaube, er ist tot. Die haben ihn umgebracht. Was sollte das denn?
haben ihn getötet. Weil er mich töten wollte. Er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn?